Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen überprüft regelmäßig, ob und wo sich neue Ärzte oder Psychotherapeuten niederlassen dürfen. Wenn sich die Einwohnerzahl ändert, ändert sich natürlich auch der Bedarf an Ärzten. Das heißt, wenn die Einwohnerzahl weiter hochgeht, kann auch die Arztzahl weiter hochgehen. Dann gibt es noch den sogenannten Demografiefaktor. Das heißt, da wird berücksichtigt, wie ist die Altersstruktur, und das verändert wiederum die Verhältniszahl. Dann gibt es die Möglichkeiten, Ärzte auch anzustellen. Es ist ständig eigentlich ein Wechsel drin. In jedem Bundesland bilden die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen einen Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen. Er setzt sich zusammen aus einem unparteiischen Vorsitzenden, zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern, 9 Vertretern der Ärzte sowie 9 Vertretern der Krankenkassen und maximal 9 Patientenvertretern und dem jeweiligen Gesundheitsministerium. Der rheinland-pfälzische Landesausschuss wird geleitet von Professor Werner Fresenius. Meine Hauptaufgabe ist ohne Zweifel die Sitzungen des Ausschusses zu leiten. Ich werde von der Geschäftsstelle gefragt, wenn es irgendwo Probleme gibt. Im Großen und Ganzen werden die Geschäfte des Ausschusses durch die Geschäftsstelle geleitet. Und ich bin, wenn Sie so möchten, der Spiritus Rector. Im Landesausschuss selbst sind nur die Vertreter der Ärzte und Krankenkassen stimmberechtigt. Abgeordnete des Ministeriums, Verbraucher- und Patientenvertreter haben Beratungsfunktion, aber kein Beschlussrecht. Kommt kein Beschluss zustande, müssen der Vorsitzende und die Neutralen eingreifen. Wir drei sind dann gewissermaßen, wenn Unstimmigkeiten bestehen, die Ausschlaggebenden. Gott sei Dank ist die Situation bisher noch nie eingetreten. Es bestand immer Konsens, sodass nicht die drei Neutralen diejenigen waren, die entweder Hü oder Hot sagen mussten. Ich bin bei der AOK Rheinland-Pfalz-Saarland im Bereich der ambulanten Versorgung tätig und dort Leiterin des Referats Ärzte. Zu meinem Aufgabengebiet gehört unter anderem auch die Bedarfsplanung der Ärzte und Psychotherapeuten in Rheinland-Pfalz. Und so hat es sich natürlich angeboten, auch im Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Rheinland-Pfalz mitzuwirken. Auf der Seite der rheinland-pfälzischen Ärzte sitzt unter anderem der Westerwälder Hausarzt Dr. Michael Kann im Landesausschuss. Wir befassen uns im Moment im Wesentlichen damit, dass wir bestimmte Bereiche haben, mit denen wir so nicht zufrieden sind von der Aufteilung her. Also gerade jetzt im hausärztlichen Bereich haben wir große Probleme im Bereich jetzt hier, wo die Städte sind, Ludwigshafen, Mainz, Koblenz, Trier. Da ist der Bedarfsplanungsbereich größer als die Stadt. Und die Tendenz der Ärzte geht dahin, wenn jetzt einer aus Altersgründen aufgibt, wird dieser Praxissitz aufgekauft von einem etwaigen, wenn man Glück hat, Nachfolger. Der zieht aber dann gerne lieber in die Stadt und das bedeutet eine Ausdünnung des Umfeldes der Städte. Da haben wir im Moment im Prinzip keine Beeinflussungsmöglichkeit von KV-Seite her oder von Ärzte-Seite her, weil die Bedarfsplanung eben ein zu großes Gebiet umfasst. Und wir sind momentan mit den Krankenkassen am Verhandeln im Landesausschuss, dass wir diese Gebiete noch mal ein bisschen aufteilen. Ich würde sagen, dass grundsätzlich alle Entscheidungen bzw. alle Sitzungen des Landesausschusses sehr konstruktiv sind und wirklich alle Beteiligten am runden Tisch gemeinsam an Lösungen arbeiten, um letztlich immer eine flächendeckende und vor allem auch nachhaltige Versorgung der Versicherten in Rheinland-Pfalz sicherzustellen. Naturgemäß gibt es natürlich immer unterschiedliche Interessen und am runden Tisch kann dann versucht werden, im Sinne eines partnerschaftlichen Umgangs einen Konsens aller zu finden. Doch der Weg dahin ist nicht immer einfach. Zahlen werden unterschiedlich interpretiert und Interessen müssen abgewogen werden. Alles vor dem Ziel der Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung. Die Regeln, wie es da zu Entscheidungen kommt, die sind doch sehr festgezurrt. Ja. Es wird vorher im kleinen Kreis schon mal zwischen Krankenkassen und KV besprochen, was man machen kann. Dann wird es im größeren Kreis besprochen. Dann muss letztendlich alles juristisch abgesichert sein. Dann wird im großen Kreis, dann kommen noch die Patientenvertreter, Selbsthilfegruppenvertreter dazu. Die Verbraucherorganisationen kommen hinzu. Das Ministerium hat noch Abgeordnete da in dem großen Gremium sitzen. Alle geben ihren Senf dazu. Also es bewegt sich unheimlich langsam nur etwas. Es wäre schön, wenn manche Entscheidungen schneller getroffen werden könnten, weil es natürlich steckt ein sehr mehr Verwaltungsaufwand dahinter, also Verwaltungsapparat dahinter, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Krankenkassen. Das heißt, manche Entscheidungen dauern natürlich ein wenig. Das wäre schöner, wenn man das ändern könnte.